Hallo, dein Name ist Fisse, sie will vom Thema ablenken. Tessa, sperr sie weg. Ich hab nichts damit zu tun. Sperr sie weg. Mamina war nicht immer so schüchtern, seit wann ist sie denn so rabiat? Ich will nur zu ihr, aber ich muss meine Mission erfüllen, die Ursache für die fehlenden Fische finden. Zu ihr? Wen meinst du mit zu ihr? Ich weiß es nicht, ich fühle sie nur, die Person, die in der Festung festgehalten wird. Das ist bestimmt Colette. Wieso willst du sie denn unbedingt... Was? Wieso willst du sie denn unbedingt zu ihr? Ja doch, es war doch richtig falsch. Ich weiß es nicht, aber sie wird es verstehen. Sie weiß sicher, dass ich sie suche. Ja, ganz bestimmt weiß sie das. Minerva, es ist schrecklich. Die Fische sind immer noch nicht zurückgekehrt. Wie kann das sein? Diese Person ist doch weg. Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, dass sie der Grund für die fehlenden Fische ist. Die sah voll wie ein Loser aus. Sowas könnte die doch niemals fertig reden. Ich dachte, sie erhitzt den Fluss und vertreibt so die Fische. Ja. Nicht denken, wissen. Wenn die Fische wegen des plötzlichen warmen Wassers vertrieben wurden, brauchen wir nur dem Fluss zu folgen, der hier ins Meer mündet. Damit finden wir seine Quelle und sicher auch die Ursache für die Erwärmung. Vielleicht spüren wir auf diese Art ein Spirit oder ein Tagespirit auf. Welcher Spirit könnte wohl Flüsse erwärmen? Bitte, lasst mich euch begleiten. Ja! Ich muss diese Mission zu Ende bringen, bevor ich nach Taiko zurückkehre. Das ist auch abhängig von je nachdem, wen man, glaube ich, zuerst mit hatte. Ich dachte, Tessa hätte sich hier wieder mehr angeschlossen. Oder niemand? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe für den Playthrough meine alten Saves gelöscht. Ich wollte eigentlich als Backup noch liegen lassen, um Sachen nachzuschauen. Aber ja, habe ich vergessen. Ich bin zwar nicht begeistert, von einer Jägerin begleitet zu werden. Doch, bist du. Sie kommt mit, verstanden? Aber was haben wir für eine Wahl? Immerhin verfolgen wir eine Weile das gleiche Ziel. Danke. Minerva hat sich als Gastcharakter der Gruppe angeschlossen. Sehr schön. Fantastisch. Kann sie denn schon neue Sachen? Egal. Selbst wenn sie für das komplette Spiel immer nur diese beiden Angriffe kann. Schwachsinn, hier vorne ist sie doch. Raining Fireball und Rising Phoenix. Es ist wohl... Celia, du kommst noch nicht ins Team, ne? Wir lassen erstmal Yuri an die Sache ran. So. Speichern, warum auch nicht? Eine Wüste! Ach nein, Strand. Sehen Holzscheiten was versteckt? Hm. Wovon sollten wir denn leben, wenn wir keine Fische mehr fangen können? Das ist so traurig, Mann. Was sagte irgendeine Regentin in der Geschichte einmal? Ziemlich das Einzige, was ich mir mal gemerkt habe aus dem Geschichtsunterricht. Wenn die Leute kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Ich hätte mich doch lieber auf diese Landwirtschaft konzentrieren sollen. Ja, ich könnte mich auch mal auf die Texte konzentrieren. Moment, wer ist das? Wie heißt du? Ist sie das? Nein. Die mit den beiden großen, hier links und rechts Zöpfen, genau. Ist mir doch glatt ihr Name entfallen. Tenma, richtig. Ich wohne hier zusammen mit meinem großen Bruder. Das Großstadtleben in Taiko liegt uns einfach nicht. Ja, wenn die Maps größer wären, würde ich das verstehen, aber... Hallo, was kann ich für dich tun? Warum auch immer da jetzt gerade eine Ausblendung kam. Höchstwahrscheinlich, weil es zurück zu... jetzt vergesse ich allerlei Namen. Zurück zu Kalas Sprite wechselt. Okay, schauen wir mal. Hier haben wir einen Silberstab für sie. Nagiri. Aber solange ich die beiden nicht benutze, werde ich auch... Außerdem werde ich Karina jetzt garantiert nicht mehr benutzen. Überhaupt nicht mehr. Deswegen kaufe ich auch nichts. Das ist sehr teurer. Aber ich glaube, ein Nagiri bekommen wir auch später nochmal. Töpfe, die Krüge fangen das Wasser von den Fischen auf. Ich wollte gerade sagen, ja, schön wäre es, wenn die Fische darüber sind, aber ich habe anscheinend nur schief geguckt gerade.
Die Krüge fangen immer noch das Wasser von den Fischen auf, da hilft auch nicht, mehrere Krüge anzusprechen. Was habe ich dir gerade gesagt? Hör auf damit. Okay. Lasst uns mal nach der Nadel suchen. Stroh, wofür das wohl gebraucht wird, um eine Nadel zu verstecken. Bestimmt. Ja. Versuchen wir ein wenig weiter das Dorf, aber noch nicht. Hey! Das wird eine feine Suppe, wenn ich doch nur etwas mehr Fisch hätte. Können wir Fisch bringen? Kann sein. Hier trocknen wir unsere Fische, die Krüge fangen das Wasser auf. Das hast du wahrscheinlich vorher schon mal mitgekriegt. Die Krüge fangen immer noch das Wasser von den Fischen auch auf, auch wenn der zerbrochen ist. Das macht keinen Unterschied. Blumen. Eine Topfpflanze. Mal was Neues, im Gegensatz zu denen, die da am Eingang stehen. Jede Menge staubiges Geschirr. Bücher. XXXHolic scheint eine Mystery-Reihe zu sein. Ja, das ist... XXXHolic ist was Feines. Tsubasa Chronicles. Aha, was für eine traurige Story. Hab ich nicht gesehen. Bücher. Tales of Symphonia. Na nun, die sieht ja aus wie Colette. Tatsächlich. Bücher. Happy World. Klasse Humor. Ja, kenne ich auch nicht. Ach ja, Tales of Symphonia, was für ein tolles Spiel. Ich mache zwar gerade den Playthrough vom zweiten Teil, aber der kommt leider nicht an den ersten ran. Das einzig wirklich Tolle ist, dass die Charaktere aus dem ersten Teil dabei sind. Naja, wenigstens die Pflanzen wachsen noch. Toll. Schöne wachsende Pflanzen. Muss ich nicht im Gras beim Wachsen zusehen. Oh mein Gott, was machst du hier? So was euch hier zu treffen, hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich hätte es mir nicht gewünscht, ehrlich gesagt. Was machst du denn hier? Ich habe von der Krise gehört, die Naruto stehen muss. Deshalb habe ich etwas Essen für die Bewohner mitgebracht. Und ich dachte, vielleicht ist wegen der Krise irgendein Typ verzweifelt oder so und würde drastische Schritte einleiten, aber leider hatte ich kein Glück. Sicher, den Leuten etwas zu essen bringen. Ja, genau. War ich hier hinten? Achso, ja klar. Oh, hallo, was ich hier mache, ich sammle essbare Kräuter. Irgendwie ist es traurig, aber von etwas müssen wir nun mal leben. Also dort hinten geht es weiter zu jenem Level, das wir dann nachher gehen. Krüge durchsuchen. Tomaten. Ach nein, das sind rote Beeren, die später gelb angemalt werden. Okay. Schutt. Fisch. War ich hier schon drin? Wer ist das? Wer bist du? Ich wasche die Wäsche. Das Wasser hat genau die richtige Temperatur dafür. Ja. 30 Grad Buntwäsche. Na schön. Ah ja, genau. Frau, wie es aussieht. Ja, definitiv. Hallo Reisende, ihr fragt euch sicherlich, was das für ein Laden ist hier, nicht wahr? Nun ja, ich habe keine Ahnung, aber ihr könnt euch ja dennoch einmal umsehen. Eigentlich habe ich vor einiger Zeit in Portat die Kunst der Heilung mithilfe der Lichtmagie erlernt. Jedoch ist diese an einen persönlichen Gegenstand gebunden. In meinem Fall ist es eine kristallblaue Blume gewesen. Leider habe ich sie in Portat vergessen, deshalb kann ich niemanden heilen. Wie auch immer. Hilf ihr. Oh ja, würde die Blume für mich holen? Vielen Dank, das ist zu lieb von euch. Mal sehen, ich habe sie, glaube, bei meiner Lehrerin Karin liegen gelassen. Wahrscheinlich hat sie sie immer noch. Nein, ich glaube, diese Blume habe ich in meinem Inventar. Moment. Ja, sie hat sich durch magische Weise in meinen Inventar teleportiert. Hahaha. Und außerdem habe ich mitbekommen, dass es in Portland ein Haus gibt, das ich immer vollkommen ignoriert habe. Da war ich heute gerade eben... mit meinem Geiste, der gerade noch Portant geflogen ist. Drin. Ein Shop, lustigerweise. Ich habe die blaue Eisblume übergeben. Ja. Ich kann euch leider nicht viel für eure Hilfe anbieten, da ich den Laden gerade erst aufbaue, aber vielleicht hilft euch das hier weiter. Sirup behalten. Ja. Oder ich habe ein Item-Sirup behalten, wer weiß. Natürlich werde ich euch jederzeit kostenlos heilen. Besucht mich einfach, wenn ihr erschöpft seid. Mal schauen, der Sirup war plus 1 Verteidigung, nicht wahr? Oh. Ja. Ja, und bei diesem Shop in Portant könnte man sogar auch noch Sachen verkaufen. Solange man das Standard-Kaufmenü aufruft. Hey, Sequenz.
Was ist mit dem los? Ich glaube, der bekommt gleich einen Herzinfarkt. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Sirio. Ich entwerfe die Kampfuniform für die Jägerin des Imperiums. Du bist also auf die tolle Idee mit den Schuluniformen gekommen? Ich wusste doch... Das kann nur ein Mann gewesen sein. Also ich finde die eigentlich ganz hübsch. Nach was? Nein, die weiblichen Uniformen stammen nicht von mir, aber ich weiß, von wem sie stammen. Ich bin nur für die männlichen Ausführungen verantwortlich. Aber nun seht mich an, mein neuester Geniestreich, die Uniform für den Jäger mit Stil. Gibt es überhaupt Jäger? Habe ich jenen männlichen Jäger dort rumrennen sehen? Sind wohl alle ausgeflogen. Haben Angst vor Minerva. Aber um mein Werk zu vollenden, muss eine unabhängige Person dieses prachtvolle Stück aus Probe tragen. Und nun kommst du ins Spiel. Ich soll diese Uniform für dich anprobieren? Es ist wirklich unglaublich, mit was wir hier unsere Zeit verschwenden. Es muss sein. Nur so kann ich sie in Serie geben. Und du hast die perfekten Maße für dieses Stück. 90, 60, 90. Ach nein. Genau. Na schön, na schön. Ich zieh sie ja schon an. Ich dachte ja, die wäre sogar dann später noch dafür benötigt, in den Palast einzudringen. Aber ich glaube eher, das hier ist nur dafür da, um ein anderes Event anzustoßen. Und deshalb muss ich nachher gleich nochmal mich teleportieren. Hey, zieh dich gefälligst draußen um. Geh du doch gefälligst raus. Was soll der Schwachsinn? Bist du bekloppt? Perfekt, einfach wundervoll. Das sieht wirklich nicht schlecht an dir aus. Oh, aha. Kannst du anlassen. Oh. Vielen Dank nochmals für eure Hilfe. So, dann werde ich gleich mal schauen, ob es stimmt, was ich mir denke. Und hier sind wir in der... der netten Frau den Wein gestohlen habe und es hat tatsächlich gestimmt. Das ist jetzt natürlich nicht verkehrt. Also man benötigt das Event von gerade eben, um dieses hier anzustoßen. zu aktivieren. Diese Maße, diese Größe, diese beiden links und rechts Zöpfe. Oh mein Gott, bitte, bitte darf ich meine neueste Kreation an dir testen. Wow, immer langsam. Obwohl du schon mal gut erkannt hast, dass ich unwiderstehliche Maße habe. Aber was genau willst du an mir ausprobieren? Oh, tut mir leid, das wisst ihr ja gar nicht. Ich bin Chefdesignerin für die Rüstung der Jägerin des Imperiums. Dann bist du auf die Idee mit den Schuluniformen gekommen? Seltsam, ich hätte schwören können, dass die ein Mann entworfen haben muss. Also ich finde die immer noch süß. Das kommt jetzt natürlich doppelt witzig, wenn man die Events direkt hintereinander macht. Vielen Dank, würdest du nun meine neueste Kreation anprobieren? Du wärst wirklich perfekt dafür. Na schön. Und ja, wow, keine Schuluniform mehr. Etwas reiferes, mehr oder weniger. Wow, das sieht wirklich gut an dir aus. Genau wie ich dachte, diese neue Uniform vereint Stil und Eleganz mit unübertroffener Verteidigung. Zusätzlich betört sie jeden Gegner. Schnitt und Farbe sind perfekt gelungen, einfach perfekt. Wow, ja, nicht schlecht. Vielen Dank für deine Hilfe. Das Kleid schenke ich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hochzeitskleid, Essence für Karina erhalten. Und in dieser Stufe des Spiels ist das wahrlich eine sehr, sehr gute Essenz. Gleich mal schauen. Karina. Hochzeitskleid. 0 Angriff, 44 Verteidigung und man erhält 10 KP zurück. Also nur Karina. Typ Special. Ja, ja, der Traum vom ewigen Glück. Allein der Gedanke daran regeneriert 10 KP. Toll. Ja, man kann sie ja trotzdem schon mal ausrüsten. Wenn ich schon dabei bin, kann ich hier mal ein bisschen Zeugs auswechseln. So. Gut, das soll es gewesen sein, ja. Schön. Blöd nur, dass ich sie nicht mehr benutzen werde. Wo man eben sagen muss, dass ich Karina das letzte Mal fast das komplette Spiel durchbenutzt habe, bis ich dann auf Celia gewechselt habe und mal gesehen habe, wie derb man mit ihr kombinieren kann. Und gleich bin ich wieder woanders.